Der Golfpark Club Heinersee Südkärnten, bereits zum 9. Mal Austragungsort des Lederhosen- und Trachtengolfturniers, veranstaltet vom Kärntner Heimatwerk. Die Partnerschaft mit dem Ewald vom Kärntner Heimatwerk geht ja schon über viele Jahre, und sein Turnier ist eben, das kann man ruhig sagen, ohne Übertreibung, das Highlight des Jahres immer im Golfpark Club Hain. Eine alljährliche Besonderheit ist auch der Putting-Bewerb, der diesmal durch einen Schießstand ergänzt wurde. Die erzielten Einnahmen kommen wieder einem karitativen Zweck zugute. Mir ist es wichtig, nicht meine Ortsverbundenheit zu demonstrieren, sondern ich bin Mitglied eines Lions-Clubs, der ausgerichtet ist, die Einkünfte zu verwalten und einen guten Zweck zuzuführen. Und für mich ist es auch wichtig, dass wir damit dokumentieren, dass die Einnahmen, die verbunden sind, wirklich bedürftigen Kärnten zukommen. Doch zuvor wurden nach einem ausgiebigen Frühstück die 18 Löcher in Angriff genommen, wobei die Zielsetzungen durchaus unterschiedlich ausgefallen sind. Der olympische Gedanke ist wichtig, dabei sein. Eigentlich will ich aufschreiben, weil ich brauche ein höheres Handicap für das, was ich spiele und so, und das wird mir heute sicher gelingen. Spaß am Spiel und mit Freunden da eine Golfrunde zu spielen ist immer toll. Lederhosen-Golfturnier ist Tradition in Kärnten, und ich freue mich wirklich, dass ich da wieder dabei sein darf. Das Wetter ist herrlich, ja. Die Flightpartner und ich gewinne mich auch noch irgendwann einmal. Ja. Also es passt herrlich. Herrlich ist auch jedes Jahr die Stimmung unter den Teilnehmern, die rundum versorgt wurden. Nach 18 Löchern wurde jedenfalls nicht mit ausreichend Lob gespart. Es ist ein ganz wunderschönes Turnier gewesen. Ich habe eine gewisse Vorstellung gehabt, aber so wie es eigentlich war, hat das alles übertroffen. Es hat natürlich alles gepasst. Es hat das Wetter mit dabei gespielt, der Flight war super. Ja, das Spiel war weniger, aber das gehört dazu. Ja, der Drive ist für die Show, die Putt ist für die Money. Also es war eigentlich ein super Spiel. So wie immer, sensationell. Ich habe es absolut seit vielen, vielen Jahren das schöne Wetter gepochtet. Und deshalb kommen wir auch, weil wir Sonnenschein relativ gern haben. Gell? Und unseren Spaß dabei haben, und deshalb ist es für uns einfach sensationell. Gell? In der Früh einen halben Liter Milch, ja, und dann auf die Runde bei dem Turnier. Wunderbar. Ganz toll, und auch im Sinne von Gösserbier mit Tradition, was Tracht betrifft, und natürlich mit Golf, die große Verbindung da. Und das ist uns natürlich selbst eine Ehre, das unterstützen zu dürfen. Ich bin heute das erste Mal dabei, muss ich sagen. Ich habe aber über die letzten Jahre schon oft gehört, dass es das beste Turnier schlechthin sein soll. Ist ein Bombenturnier, super organisiert. Danke an dieser Stelle auch ans Kärntner Heimatwerk und Ewald und das ganze Team. Das Turnier war sensationell organisiert. Wir haben uns alle am Mut Spaß gehabt. Es war ein tolles Wetter, es war ein toller Platz. Und wir sagen, die Verpflegung und das alles drumherum, bestens. Ja, die Anreise hat sich gelohnt. Wir sind also von einem perfekt organisierten Frühstück verwöhnt worden. Und dann auf einen Golfplatz, der hervorragend hergerichtet war, schnelle Grüns. Ja. Die Sarah hat uns perfekt versorgt, ja, mit allen möglichen antialkoholischen und alkoholischen Getränken. Und unser Motto haben wir auch eingehalten, ja, wir haben flach gespielt und hoch gewonnen. Sehr toll, sehr toll. Einen schönen, wirklich war schönen Golftag, der super organisiert war, traumhaft organisiert. Da muss ich dir, Ewald, ein Lob aussprechen, mit den ganzen rundherum. Gibt es nur wenige Golfturniere in Kärnten, die so ein Ambiente haben, und das hat einfach der ganze Tag gepasst. Gepasst hat auch die extra Motivation für ein Hole-in-One in Form eines gesponserten Skoda Fabia. Es war eine wunderschöne Veranstaltung. Um ein paar Zentimeter hat es gefallen, der Michi hat es getroffen. Ah, Wahnsinn. Und schauen wir einmal, alle guten Dinge sind drei, wir probieren es noch einmal. Wenn sich also schon niemand über ein Auto freuen konnte, so sorgte zumindest eine Botschaft für weiteren Jubel. Das Buffet ist eröffnet! Danke! Nicht zu vergessen, der Motor hinter dieser Erfolgsveranstaltung. Wir haben 130 Starter gehabt, das sind alles Freunde. Ich sage immer jedes Jahr, du kennst das eh schon, das ist eine große Familie, die das ganze Turnier ausrichtet. Es ist nicht so, dass die Golfer da sind, die uns eben wirklich die Ehre geben, dass sie dabei sind, sondern auch mein Schatzi und ihre ganzen Leute, die uns da helfen, weil ohne das geht es nicht. Wenn du kein gutes Team, keine gute Familie hast, und auf das stehen wir, das ist, zeigt eben die Marke Opetnik ist eben Familie, ganz, ganz wichtig für uns. Die Marke Opetnik rund um das Kärntner Heimatwerk ist ein Garant dafür, dass auch das 10. Lederhosen- und Trachtengolfturnier im nächsten Jahr das Highlight der Kärntner Golfszene sein wird. Wir freuen uns darauf.